Jetzt kommen wir zu einem Blick auf die Situation in der Bundesrepublik Deutschland und ich freue mich sehr, dass Dr. Stefan Ventroni heute den Vortrag übernimmt, uns über einige jüngste Rechtsentwicklungen und jüngste Urteile in Deutschland zu informieren. Wo ist er? Da ist er. Leslie, a great introduction. You took away my joke. I can't repeat it now. No, you didn't know that I wanted to make the same one. So it was a great introduction. Thank you. I'm going to do this in German. It would be interesting to hear myself translated simultaneously in English, but I tried without the speakers. Herr Professor Greile, vielen Dank. Sie haben vorher die gesellschaftliche Tragweite und Dimension der Urheberrechtsdiskussion weltweit und insbesondere auch in Deutschland angesprochen. Und Popsongs beschreiben manchmal gesellschaftliche Phänomene viel besser als 1000 gelehrte Worte. Wir kennen das von den Stones 1965, I Can't Get No Satisfaction, war damals also eine irrsinnige Provokation. Es ging um die Provokation, dass das brüde Establishment mal aufwachen muss, dass sich was verändern muss in der Gesellschaft. Wir haben heute auch wieder einen Song, den ich als Beispiel dafür anführen will, wie das gesellschaftliche Phänomen des Downloadens und auch der Urheberrechtsdiskussion sich widerspiegelt. Und zwar geht es um ein Lied von Deichkind, auf das ich gestoßen bin. Ich habe es in der Süddeutschen, auf süddeutsche.de gelesen, habe es mir angehört. Und da gibt es eine Textzeile, der Song heißt Illegale Fans, die lautet, ich zitiere, wir werden uns nicht stellen, ihr seid das Imperium, wir sind die Rebellen. Der Journalist Dirk von Gehlen, der diesen Artikel geschrieben hat und diesen Song gefunden hat, beschreibt sehr treffend, was dieser Song über die Wahrnehmung des Urheberrechts in Deutschland aussagt. Er sagt, die illegalen Fans erheben den Bruch urheberrechtlicher Spielregeln selber zum Coolness-Faktor. Sie erfreuen sich daran, auch bei Androhung noch härterer Strafen nicht greifbar zu sein und verlieren dabei die letzte Einsicht in die Notwendigkeit eines funktionierenden Urheberrechts. Die illegale Nutzung von Tauschbörsen sei für eine wachsende Bevölkerungsgruppe zum popkulturellen Distinktionsmerkmal geworden, schönes Wort, sagt von Gehlen, und weil ihre Lebensrealität kriminalisiert wird. Deswegen reagieren sie mit Protest. Also ich finde, man kann das Dilemma und auch die Problematik der aktuellen Urheberrechtskrise nicht besser auf den Punkt bringen. Der Song von Deichkind erklärt uns, warum die Menschen gegen ACTA auf die Straße gehen, und der Song erklärt uns auch, warum die Menschen die Piraten wählen. Ob das, was Deichkind da zum Besten gibt, einen realen Hintergrund hat, ob das richtig ist, darüber kann man streiten. Aber ich finde, wenn wir über Lösungen reden in der Urheberrechtsdebatte, sollten wir diese Auffassung und auch diese Stimmung, dieses Unbehagen, das da mitschwingt, und auch diese Lust an dem Regelbruch, den sollten wir berücksichtigen bei jeder Maßnahme und uns fragen, ob die jeweilige Lösung uns einen Schritt näher dahin bringt, dass das Urheberrecht wieder akzeptiert wird in der Gesellschaft und vor allem von der Bevölkerung. Ich glaube, das ist im Moment das größte Problem, das wir haben. Und deswegen auch die breite Diskussion, die breite Aufbereitung des Themas, ein exotisches Thema eigentlich in allen Medien. Man kann die Zeitung aufschlagen, wann man will. Man findet fast jeden Tag einen Beitrag, einen Artikel zum Urheberrecht. Das finde ich also ziemlich erstaunlich. Ich will Ihnen vor dem Hintergrund einen kurzen Überblick darüber geben, welche Lösungen zur Überwindung dieser Krise derzeit in Deutschland diskutiert werden. Ich versuche mich erstmal einer Bewertung zu enthalten. Wir können vielleicht auf dem Podium diskutieren, welche Lösung nach Ihrer Auffassung, vielleicht auch nach meiner. Ich muss mich auch ein bisschen zurückhalten. Ich habe auch Mandanten, die das vielleicht nicht so gut finden, wenn ich in die eine oder andere Richtung zu sehr vorpresche. Aber ich versuche mal ganz offen zu sein in der Diskussion. Die ist dann sozusagen unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Hier machen wir es mal ein bisschen neutral. Also, die Urheberrechtsdiskussion
ausgelöst durch den sprunghaften Anstieg von Urheberrechtsverletzungen durch das Internet, wurde zunächst einmal damals 2008 dadurch versucht in den Griff zu bekommen, dass man einen Auskunftsanspruch geschaffen hat in Deutschland. Zur Erinnerung, der Paragraf 101 Absatz 2 und 9 im Urhebergesetz gibt dem Rechteinhaber einen Anspruch auf Auskunft. Damit wurde die Urheberrechtsdurchsetzung zwar erleichtert, aber wir stellen fest, nach einigen Jahren, dass wir bei der Rechtedurchsetzung oder dass die Rechteinhaber bei der Durchsetzung ihrer Rechte noch immer vor Schwierigkeiten, extremen Schwierigkeiten stehen. Schwierigkeit Nummer eins, die Anonymität der Rechtsverletzer. Sie kriegen ja mit dem Auskunftsanspruch nur den Anschlussinhaber. Der Anschlussinhaber ist nicht immer zwingend der eigentliche Täter. Er kann es sein, muss es aber nicht sein. Das führt dazu, dass man den Anschlussinhaber dann als Störer in Anspruch nehmen muss und da erwischt man meistens oder oft nicht den eigentlichen Täter. Das ist das Problem Nummer eins. Das zweite Problem ist die Durchsetzung an territoriale Grenzen gebunden. Die territoriale staatliche Gewalt beschränkt sich natürlich nur auf hier in Deutschland auf das deutsche Territorium. Altes Problem, noch immer keine Lösung, wird es wahrscheinlich auch nie eine geben. Drittes Problem, und ich finde, das ist eines, das wohl noch am ehesten in den Griff zu kriegen sein könnte. Mal schauen, die Urheberrechtsdurchsetzung, so wie wir sie heute kennen, basiert im Wesentlichen, anders geht es auch gar nicht, auf Abmahnungen. In der Regel müssen solche Rechtsverletzungen abgemahnt werden. Das ist der einfachste, der auch letztendlich unter den gegebenen Bedingungen auch für den Betroffenen Rechtsverletzer der schonendste Weg, ja, ihm beizubringen, auch wenn es natürlich mit Exzessen verbunden ist, ihm beizubringen, dass er gerade dabei ist, ein Gerichtsverfahren zu riskieren. Die Abmahngebühren, die die einschlägigen Kanzleien verlangen und die Schadensersatzforderungen, die on the top kommen, sind in der Vergangenheit in einer Höhe geltend gemacht worden, die zumindest aus der Sicht der betroffenen Rechtsverletzer völlig unverhältnismäßig ist. Und das verstärkt natürlich die ablehnenden Haltungen gegenüber dem Urheberrecht. Das ist also das dritte Problem. Jetzt werden zur Überwindung dieser Probleme, ja, im Wesentlichen, ich habe jetzt mal das zusammengefasst, vier Ansätze, vier Modelle, zum Teil parallel diskutiert. Problemlösungsmodell Nummer eins, Einführung von Internetsperren, Stichwort Three Strikes and You Are Out. Oder Two Strikes and You Are Out, also zweimal, dreimal Rechtsverletzen und dann wird die Leitung durchgeschnitten. Dann wird ein dazu konträres Modell diskutiert. Das ist die Einführung einer sogenannten Kulturflatrate, verfolgt einen ganz anderen Ansatz, kommt gleich noch dazu. Dann haben wir als dritte Lösung, sagen wir mal eher vermittelnder Ansatz, Kompromisslösung, das sogenannte Warnhinweismodell. Und wir haben einen Entwurf bereits schon zu dem vierten Modell, und zwar ein Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken. Da geht es also um die Problematik der Abmahnungen und wie man die in ein vernünftiges Maß überleiten kann. Ein paar Worte zu der Internetsperre. Die sind theoretisch denkbar in zwei Formen. Einmal als Zugangssperre, das ist die radikalste Form der Internetsperre, und einmal als Inhaltesperre. Bei der Zugangssperre wird das Kabel komplett gekappt, also es wird bei Verstößen dann am Ende einfach komplett der Zugang gesperrt. Und die Inhaltesperre ist etwas milder, sie sperrt nur den Zugang zu bestimmten Inhalten. Beide Lösungen werfen natürlich erhebliche verfassungsrechtliche Fragen auf. Sie haben es vorher schon erwähnt, Herr Schneider, also die Fragen des Fernmeldegeheimnisses, Meinungsfreiheit, Berufsfreiheit, also verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Und diese Ansätze, die übrigens zum Teil auch schon im Ausland praktiziert werden, werfen natürlich auch hier in Europa europarechtliche Fragen auf. Der Europäische Gerichtshof hat zu Internetsperren zweimal bisher entschieden, einmal in dem Urteil Scarlet Extended und einmal in dem Urteil Netlock, und hat, das kann man vielleicht zusammenfassend sagen, im Grunde gesagt, also Internetsperren müssen nicht per se unzulässig sein. Also,
der EuGH schließt das nicht aus, hat aber im konkreten Fall oder in den konkreten zu entscheidenden Fällen gesagt, diese konkrete Umsetzung der Internetsperre, so wie wir sie hier zu entscheiden haben, ist unzulässig, weil die betroffenen Rechtspositionen, Grundrechtspositionen nicht ordentlich gegeneinander abgewogen worden sind, weil es zu einem Overblocking führt, für den Endverbraucher sozusagen zu hart ist und weil die Internetprovider einer zu starken Belastung ausgesetzt werden durch die damit einhergehenden Filterpflichten, die in diesen konkreten einzelnen Fällen eben zur Disposition oder zur Entscheidung standen. Was sagt die deutsche Politik zu Internetsperren? Also die CDU, CSU und die FDP lehnen sie im Koalitionsvertrag ab. Ich habe also nicht erkennen können, dass sich daran bisher irgendwas geändert hat an der Haltung. Die SPD spricht sich ebenfalls gegen Internetsperren aus. Die Grünen auch. Sie sind Befürworter der Kulturflatrate, werden wir gleich ein bisschen mehr dazu hören. Und ja, wenig überraschend, die Piraten sind natürlich auch gegen Internetsperren. Da kommen Sie eigentlich eher aus diesem Bereich. Vielleicht noch ein kurzes Wort zur technischen Realisierbarkeit. Ich bin kein Techniker, aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch nicht ganz einfach sein soll, solche Internetsperren technisch so zu realisieren, dass sie, sagen wir mal, den Kriterien dann auch tatsächlich entsprechen, die der Europäische Gerichtshof aufgestellt hat. Dann der zweite Ansatz, den ich schon erwähnt hatte, es war der Gedanke der Kulturflatrate. Die ist deswegen ein absoluter Kontrapunkt zur Internetsperre, weil sie das genaue Gegenteil verfolgt. Also die Internetsperre sagt, wir verschärfen das Urheberrecht und die Durchsetzung radikal, indem wir bestrafen mit dem Abbinden vom Internet. Die Kulturflatrate sagt, wir machen das genaue Gegenteil, wir erlauben und legalisieren bestimmte Nutzungshandlungen im Internet und schauen, dass wir stattdessen einen Ausgleich schaffen. Nutzungen im Internet, die legalisiert werden sollen im Zusammenhang mit der Kulturflatrate, sind hauptsächlich File-Sharing-Aktivitäten. Also lasst uns das File-Sharing legalisieren, geben wir den Rechteinhabern stattdessen einen Ausgleich. Warum? Wir beschneiden ja ihre Rechtspositionen extrem, also müssen wir irgendeinen Ausgleich schaffen. Wir geben ihnen eine Pauschalzahlung und die müssen sich die Urheber irgendwie untereinander aufteilen, das muss irgendwie verteilt werden und bezahlt wird das Ganze vom Nutzer, der bezahlt eine Pauschalsumme, möglicherweise eine monatliche Gebühr auf den Anschluss, auf den Internetanschluss oder möglicherweise auch auf den Kauf eines internetfähigen Gerätes. Das ist so die Grundidee. Die Kulturflatrate hat in den Grünen einen großen Befürworter. Die Grünen haben dazu eigens ein Gutachten, ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, haben sie also sehr viel Mühe gemacht. Im Gegensatz zu anderen Parteien haben sie es also mal geprüft oder prüfen lassen. Geht es überhaupt? Können wir es überhaupt machen? Kommt zu dem Ergebnis, die Studie, ja. Also sowohl die nationalen Rahmenbedingungen als auch das europäische Recht ermöglicht die Einführung einer solchen Kulturflatrate, Stichwort Drei-Stufen-Test, also Abwägung, die Fachleute unter Ihnen wissen, was ich meine. Sie sagen also, ja, wir können uns das vorstellen, es ist machbar, das einzuführen. Die Bundesregierung lehnt die Kulturflatrate ab. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sagt wörtlich oder bezeichnet sie wörtlich als Kapitulation vor den Urheberrechtsverletzungen im Internet. Die Justizministerin steht allerdings dem sogenannten Warnhinweismodell offen gegenüber. Da geht es um Folgendes. Hintergrund ist eine Studie wiederum des Bundeswirtschaftsministeriums 2012. veröffentlicht. Dort wird also untersucht, wo gibt es Warnhinweismodelle auf der Welt, wie funktionieren die, zum Beispiel in den EU-Mitgliedstaaten, in Frankreich gibt es sowas. Ich habe gelesen, dass es auch in den Vereinigten Staaten, in den USA, ein solches Warnhinweismodell gibt und auch in Kanada. Dort wird es praktiziert. Vielleicht können wir nachher uns über dieses Modell unterhalten, wie das ausgestaltet ist in den USA. Hier jedenfalls sagt diese Studie, könnten wir uns ein
Warnhinweismodell vorstellen, das wie folgt funktioniert. Also der Rechteinhaber, das kann ein Urheber sein, das wird in der Regel in der Praxis ein Tonträgerhersteller, die Plattenfirma oder ein Filmproduzent oder eine Filmvertriebsfirma sein, die sagt, wir haben festgestellt mit Hilfe von unserer Software, dass es eine Urheberrechtsverletzung gibt, einen illegalen Download. Wir haben geortet, was es für eine IP-Adresse ist. Jetzt wissen wir allerdings noch immer nicht, wer dahinter steckt, wer ist der Anschlussinhaber. Bisher ist es so, ich gehe damit zu Gericht und hole mir also mit gerichtlicher Hilfe den Namen, ich identifiziere den Anschlussinhaber und jetzt schlägt dieses Modell vor, dass man, bevor man zu Gericht geht, zunächst einmal dem Internetprovider mitteilt, hallo, wir haben da was gefunden, kümmert ihr euch doch bitte mal drum, und dann wird der Internetprovider aktiv. Er versendet an diese identifizierte IP-Adresse eine Warnung, erklärt, Vorsicht, also es kann durchaus ausgehen, noch zweimal oder dreimal, dann wird es ernst. Und dann soll also dieser IP-Provider soll eine Liste führen intern, und wenn also eine bestimmte Anzahl von Warnhinweisen an diese Adresse versendet worden ist, dann geht die rote Lampe an, dann sagt der IP-Provider, der Internet-Provider, dem Rechteinhaber Bescheid, und erst dann, also nach zweimal, dreimal, viermal, je nachdem, das ist flexibel, dann kann der Rechteinhaber vorgehen, und zwar gegen den Wiederholungstäter, also nicht gegen den Ersttäter, sondern den, der wiederholt auf dieser Liste erscheint. Dann kommt das normale Auskunftsverfahren in Gang, so wie es jetzt eben bekannt ist, wie es jetzt auch gemacht wird. Also wenn man will, kann man das als vorgerichtliches Mitwirkungsmodell bezeichnen. Und die Studie sagt auch, hat sich auch darüber Gedanken gemacht, ist es überhaupt möglich, und kommt auch zu dem Ergebnis, ja, unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen Europa, rechtlich, nationales Recht, ist das machbar. Dann zuletzt, und dann bin ich schon fast fertig, das Gesetz gegen unseriöse Praktiken, das zielt also auf eine Eindämmung der, ja, sagen wir mal ruhig, Exzesse bei den Abmahnungen. Wir haben das Problem, dass es zwar schon eine Regelung gibt, also die Bundesregierung hat 2008, der Gesetzgeber hat 2008 ja eine Regelung eingeführt, dass bei Urheberrechtsverletzungen und Abmahnungen eine 100-Euro-Deckelung gilt. Ja, also das, wir wissen, weiß nicht, wer von Ihnen schon mal, ich will jetzt nicht fragen, wer schon mal abgemahnt worden ist, also wird sie wahrscheinlich niemand mehr, aber wer kennt denn jemanden, der schon mal abgemahnt worden ist? Also ich kann mir vorstellen, dass es jeden schon mal erwischt hat. Ich gebe ganz offen zu, mich hat es auch erwischt. Ich habe nämlich Kinder im internetfähigen Alter. Da werden Sie merken, also 1.000 Euro, 2.000 Euro sind da locker drin pro Abmahnung. Und man hat jetzt versucht, das einzudämmen, zu sagen, also wir reduzieren das auf 100 Euro. Allerdings sagt das Gesetz, das 2008 eingeführt worden ist, oder die Regelung, das ist der 97a Absatz 2, dass das nur gilt bei erstmaligen Abmahnungen, Hürde Nummer 1. Es muss ein einfach gelagerter Fall sein, Hürde Nummer 2. Es muss eine unerhebliche Rechtsverletzung sein, Hürde Nummer 3, und es muss sich außerhalb des geschäftlichen Verkehrs abgespielt haben. So, und jetzt haben wir das Problem, dass die Gerichte, die Instanzgerichte, fast alle oder dazu neigen, diese Deckelung nicht anzuwenden, weil sie sagen, zum Beispiel, ein Film ist schon kein unerheblicher Fall mehr. Ein Album ist 12 Titel, das ist auch kein kleiner oder leichter Fall oder einfach gelagerter Fall. Also in der Praxis läuft diese Vorschrift im Moment weitgehend leer. Der BGH hat sich zu der Frage, ob das überhaupt bei File-Sharing-Fällen anwendbar ist, diese Deckelung, kann ich das überhaupt bei File-Sharing annehmen, oder muss ich sagen, dass die Teilnahme an File-Sharing per se nicht mehr unerheblich ist, offen gelassen. Also es gibt eine Entscheidung aus 2010. Allerdings hat der BGH in der Entscheidung dazu nichts gesagt, aber es gibt eine Presseerklärung, eine interessante vom BGH, und in der Presseerklärung hat er in einem Klammerzusatz angedeutet, auch File-Sharing-Fälle können Fälle sein, für die 100-Euro-Deckelung gilt. Aber wir wissen auf gut Deutsch bisher nicht so ganz genau, wie diese Regelung höchstrichterlich bewertet wird. Das heißt also, sie läuft in der Praxis weitgehend leer. Deswegen sagt das Justizministerium, jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen, bei Unterlassungsansprüchen und bei Abmahnungen sagen wir, der Streitwert ist 500 Euro, basta. Die Streitwerte werden heute im Moment zum Vergleich von den abmahnenden Kanzleien roundabout in tausender, also in mehrere tausend Euro Bereich angesiedelt. Also ein Song 5.000 Euro bis 10.000 Euro, und das heißt also, wenn dieses Gesetz Wirklichkeit werden würde,
würde das im Ergebnis bedeuten, dass Abmahnungen wesentlich billiger werden würden. Das wäre vielleicht ein Beitrag dazu, hier in der Bevölkerung ein gewisses Zeichen zu setzen, dass man also hier nicht gleich hart schießt. Ganz zum Schluss will ich noch zwei oder drei Ereignisse erwähnen, die auch breite, große Diskussionen ausgelöst haben. Es ist vergleichbar mit der Entscheidung, die die Frau Davis erwähnt hat vorher in Amerika. Eine vergleichbare Entscheidung gibt es hier in Deutschland, wo es um die Störerhaftung geht von Online-Plattformen. Das war die Entscheidung GEMA gegen YouTube zu der Frage der Störerhaftung von Online-Portalen. Das war eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg. Und dann haben wir ein erstinstanzliches Urteil gegen die VG Wort. Da ging es um die Verteilung von Geldern, die die VG Wort einnimmt. Da hat das Landgericht München gesagt, die Verteilung im konkreten Fall in der Form, dass auch ein Verlag von dem Geld profitiert, ist nicht in Ordnung. Die VG Wort hat dieses Urteil zum Anlass genommen, die gesamte Verteilung in Frage zu stellen und hat also die Zahlung an die Autoren und die Verlage komplett eingefroren. Also dieses Jahr hat kein einziger VG Wort Autor und kein einziger Verlag einen Cent von der VG Wort gesehen, obwohl im Juli normalerweise die Ausschüttung stattfindet. Die GEMA hat sich auch überlegt, ob es Auswirkungen auf ihre Verteilung hat. Ich meine nicht, aber jedenfalls, Sie sehen, das sind Themen, die also jetzt zwar nicht die Bevölkerung im Allgemeinen betrifft, aber doch einen großen Teil der Bevölkerung, weil wir einfach sehr viele Schriftsteller, Autoren und sonstige Kreative und Urheber hier in Deutschland haben, die jetzt natürlich erstmal kein Geld bekommen. Und ich habe mir sagen lassen, dass es da zum Teil um 70, 80, 90.000 Euro geht, die den Leuten dann fehlen. Also es hat existenzielle Dimensionen und man kann verstehen, dass solche Entscheidungen natürlich in den Medien diskutiert werden. Und das Letzte, was auch wieder zeigt, wie heiß das Thema Urheberrecht heutzutage ist, und es ist so heiß wie nie zuvor, es ist die Erhöhung der Tarife für die öffentliche Wiedergabe von Musik, zum Beispiel in Diskotheken, haben Sie auch in den Nachrichten wahrscheinlich verfolgt. Also da sind die Leute, insbesondere die Diskothekenbesitzer, auf die Barrikaden gegangen. Das alles zeigt, das Urheberrecht wird so heftig diskutiert wie nie zuvor. Vieles damit hängt mit dem Internet zusammen. Die Gräben sind extrem tief geworden. Sie haben es auch vorher erwähnt. Also ich würde sagen, die Diskussion trägt zum Teil fast schon hysterische Züge. Das Beispiel, das Sie genannt haben mit den Autoren, den Tatortautoren, die also so ein bisschen den Eindruck vermitteln, als würde das Urheberrecht abgeschafft. Das wollen nicht mal die Piraten. Also ich denke, das war ein bisschen überzogen. Und ich glaube, dass es aber solche Aktionen sind, weil das sind ja Speerspitzen der Kreativen. Das sind Leute, die Tatortautoren verdienen nicht so schlecht. Sie könnten auch besser verdienen. Aber wenn die sich draußen hinstellen und so tun, als ob das Abendland untergeht, dann wirkt das genauso, wie wir es in dem Song gehört haben, dass der Eindruck entsteht, da ist ein Establishment, das verteidigt sich. Und ich finde es wichtig, dass man mal versucht, die Diskussion mal wieder runterzufahren. Ich glaube, also ich hab in der Süddeutschen einen Artikel geschrieben und da war das die Hauptaussage, ist Copyright, das Urheberrecht funktioniert verdammt gut in Deutschland. Ich sehe das in der gerichtlichen Praxis. Wir sind alle Weile, Anwälte sind bei Gericht. Wir sehen, dass die Gerichte funktionieren. Wir sehen, dass die Urheber ihre Rechte durchgesetzt bekommen. Es gibt natürlich viel zu verbessern, aber im Großen und Ganzen all die Interessen, die da betroffen sind, unter einen Hut zu kriegen, Verwerter, Verwertungsgesellschaften, Urheber, Leistungsschutzberechtigte, Tonträgerhersteller, Computerhersteller, das alles irgendwie zu ordnen und auf einen Nenner zu bringen, ist eine gewaltige Leistung und ich finde, das ist in Deutschland sehr, sehr gut gelungen bisher. Dankeschön.